Und wenn nicht hier drauf, du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Kann ich denn dieses Ding verwenden? Nein. Ich sehe jetzt aber auch immer noch nicht, dass hier irgendetwas möglich ist. Oh, das ist doch gemein. Was wissen wir denn? Was wissen wir denn? Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Oh Mann. Wir wissen absolut nichts. Oh shit. Ich kann hier hinten auch nicht reingucken. Und nur dieses Ding. Aber nochmal, was bedeuten diese Ringe? Und diese Augen? Ich stehe jetzt schon zu Beginn des Spiels auf dem Schlauch. Das ist absolut der Hammer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich irgendwas gleich zu Beginn falsch gemacht zu haben oder nicht beachtet zu haben. Weil diese Aussage, du musst dich in diesem Raum, ich weiß, dass hinten beim Ventilator etwas ist. Aber ich komme da nicht ran. Ich komme da einfach nicht ran. Und hier sind wir dann wieder am ursprünglichen Start oder beim ursprünglichen Start. Wir sind hier runtergekommen und ich komme hier nicht mehr hoch. Okay. Ich komme hier einfach nicht mehr hoch. Wir drehen uns um. Zeit ist eine Illusion, das mag zwar schön sein, aber hilft mir just bei meinem Problem nicht weiter. Okay. Hier ist aber auch nichts. Hier ist aber auch gar nichts. Ups, muss man einmal. Okay. In dieser Tür war ich. Nein, die ist verschlossen und Blut ist am Schloss. Okay. Ich habe auch keinen Schlüssel. Hier ist sonst nichts weiter. Okay. Habe ich hier im Dunkeln irgendwas? Nein. Warum müssen manche Spiele so kompliziert sein? Also, dass sie noch nicht mal ein bisschen Hinweise gebieten. Also, warum? Warum nur? Ich gehe jetzt hier weiter. So, hier kann ich nicht reingucken, weil ist oder nicht reinkriechen. Glaube ich, sind wir sowieso zu dick für, aber wir haben auch kein Licht, gar nichts. Jetzt laufe ich wieder raus. Ja. Das finde ich auch verwirrend. Diese Tür hier ist braun und auf der anderen Seite ist sie weiß. So. Dann gehen wir jetzt hier durch. Jetzt sind wir hier. Ist hier noch irgendwo was? Was fast dessen ist. Hier, glaube ich, kommen wir noch zu, wenn wir unser Gegenstück bekommen haben vom Vorschlaghammer. Dann, glaube ich, müssen wir echt diese Wand durchschlagen. Aber die kann ich jetzt noch nicht durchschlagen. Oh Mann. Jetzt ganz ehrlich, ich habe echt keinen Bock auf in die Lösung zu gucken, aber ich habe auch keine Lust, jetzt 3 Stunden hier rumzurennen
Das kann hier nicht verwendet werden. Okay. Oder auch nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Erst recht, was soll ich mit dem Teddy? Kann ich das Foto verwenden? Das kann hier nicht verwendet werden. Okay. Irgendwas muss ich noch mit den Hol Trevor raus. Der macht das schon, genau. Aber Trevor hat Urlaub. Das letzte Spiel hat ihn schon zu sehr angestrengt. Ah, das ist doch alles ein wirklich ein Fluch. Was willst du von mir, Spiel? Was bitte willst du von mir? Da war ich jetzt eben drin, ne? Ja, oh Gott. Das auch, das mit den Türen ist so verwirrend. Das ist so verwirrend. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Aber da liegt nur dieser eine Ring auf dem Tisch. Da ist sonst gar nichts. Nur dieser eine bescheidene Ring. Wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich mit dem Ring jetzt soll. Es ist mir schon klar gewesen, dass dieses Spiel ein bisschen komplizierter sein wird. Aber das ist jetzt echt fies. Das ist jetzt echt fies. Was? Ich habe nur Zettel. Nur Zettel im Inventar. Ist hier auf dem Stuhl irgendwas? In der Dunkelheit irgendwas. Es sind auch keine Zahlen oder sowas eingeritzt. Ach. Nö. Okay, ich muss wieder in den Keller. Ich muss wieder in den Keller. Um mich da zu verlaufen. So. Das war der Figurenraum, also wo wir das mit dem Augengezwinker, das haben wir ja schon gehabt. Hier ist sonst nichts weiter und diese Lampen sind auch ein Traum, weil sie den Raum auch so perfekt ausleuchten. Okay, hier ist auch nichts. So, da haben wir schon alles rausgeholt. Da war der Schlüssel drin für die Hundetür oder diese Tür, die mit den Hundeaufklebern beklebt war. So. Jetzt sind wir wieder oben. Wieder hier. Was sollen nur diese Ringe? Und hier ist auch nichts. Kann ich hier das Bild von ihr hinhängen? Nein. Oh mein Gott. Wow. Die Tür klemmt. Sie gibt nicht nach. Okay. Hier ist nur dieser Schmetterling. Was auch immer ich mit dir machen soll. Ein roter Schmetterling. Er ist schön. Und diese Tür lässt sich nicht öffnen. Verwenden. Wir erschlagen den Schmetterling. Nein. Du bist nicht alleine mit dem Problem. Auf YouTube brauchen alle sehr viel Zeit für die Rätsel, okay? Das hilft mir aber just nicht weiter. Weil ich das Gefühl habe, ich habe alles schon erledigt.
Und mir zu sagen, ganz ehrlich, also ich habe jetzt hier einmal auf die Hilfe gedrückt, dass sie mir sagt, bitte untersuch den einen Raum genauer. Noch genauer kann ich nicht. Ich habe alles da kontrolliert. Ey, wer entwickelt denn solche Spiele? Ich dachte echt jetzt, dass ich das bei Dialek oder wie auch immer sie heißen, wäre das eine gute Idee gewesen, dieses Spiel zu nehmen, weil ich von den Entwicklern allgemein überzeugt bin. Oh, ich sollte mal was trinken, weil ich von den Entwicklern allgemein überzeugt bin. Und deswegen finde ich das jetzt gerade ein bisschen schade. Weil ich habe kein Problem damit zu rätseln. Ich habe nur ein Problem damit, wild rumklicken zu müssen, um auf die Lösung zu kommen. Das mag ich überhaupt nicht. Beziehungsweise, dass man nicht auf die Lösung kommt, wenn man nicht irgendwo liegt jedenfalls der zweite Teil vom Hammer. Jo. Auf den suche ich ja. Und ich habe auch eventuell eine Idee, wo der liegen könnte. Und zwar in diesem dunklen Fach. Aber ich suche hier den zweiten Teil oder dieses Endstück vom Vorschlaghammer. Das ist ja gerade das, was ich hier versuche. Aber bis auf Schmetterlinge mir angucken, dass sie so schön sind, hilft mir das gerade nicht weiter. So, die war zu und ich bin langsam verwirrt bei diesen ganzen vielen Türen. Das ist auch mein Problem. So, ich muss mich jetzt umdrehen, um hier rauszugehen. So, und soweit ich weiß, hier hinten kann ich nicht, hier kann ich nicht. Ich muss mir mal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Das ist da, das ist da. Dann gehen wir jetzt hier wieder rein. Der liegt hinter der Mauer. Ja, genau. Hinter der Mauer auf der Lauer. So. Es wird schon natürlich seinen Grund haben, dass sie geschrieben hat, dass bei der Hilfe herauskam, bitte dich genauer in dem Raum umzuschauen. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch nicht, das kann ich doch alles wunderbar mit der Hand wegnehmen. Sam. Das sind wir übrigens, Sam, der Drogenabhängige. Aber ja. Okay. Der Teddybär. Entschuldigung. Der Teddybär. Der könnte uns irgendwie weiterhelfen. So, ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesem einen Raum. So, hier können wir nichts machen. Es ist zu dunkel, da kriege ich auf keinen Fall rein. Ich persönlich bin der Meinung, wir pa passen sowieso da nicht rein. So. Einmal nochmal umschauen. Welches war jetzt welche Tür? Tür? Nein. Wir gehen wieder hier rein. Jetzt rechts. Hatjana, das ist sehr schlau mit einem Delay von 20 Sekunden und vielen Türen. Lüftungsschacht nach rechts. Lüftungsschacht nach rechts. Oh, shit, jetzt bin ich wieder falsch gelaufen, ne? Ja. Warte mal. Okay, ups. Ich verstehe das gerade nicht. Jetzt habe ich mich ganz verlaufen. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Das war jetzt der Ausgang, ne? Also ich muss jetzt wieder hier runter oder. Oh, Menno, das habe ich mir heute anders vorgestellt, ganz ehrlich. Ja, das sage ich doch, Major Teebeutel. Lüftungsschacht nach rechts.
Treppe runter. Okay, Treppe runter. Dann gehen wir die Treppe runter. Und hier rechts, den Raum hatten wir schon, falls du das meinst. Oh Gott. Willkommen zur Verwirrung am Freitag. Oh mein Gott. Das ist Lüftungsschacht nach rechts. Ich habe überhaupt keinen Lüftungsschacht gesehen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier reingehe, ich bin jetzt auch verwirrt, genau. Den Raum habe ich schon. Hier bin ich definitiv schon durch. Ich habe diesen Typen aktiviert. Mit Aktivierung dieses Gesichtes. Du musst in den Raum, wo der Schacht ist. So, wir gehen jetzt hier rein. Ist das korrekt? Jetzt bin ich wieder beim Schmetterling. Oh Gott. Ich brauche eine Karte. Ich will eine Karte. Das kann doch nicht angehen, dass sie mir hier keine Karte lassen. In dem Raum, wo der Schacht ist. Und ich glaube, der Raum, wo der Schacht ist, war hier. Cheat, nein. Ah, da, wo du nicht reinklettern willst. Ja, okay. Okay, gib mir kurz einen Augenblick und Gott sei Dank muss ich. Echt, das ist gemein. Ich will auch zur Arbeit. Pass auf, ich glaube hier. Okay, wir sind hier. Ich kann an dem Schacht nichts machen. Ich habe nur diese Tür. Hier ist es dunkel. Du musst zur Treppe, wo das Licht flackert. Ach so. Weil jetzt bin ich in dem Raum, wo der Schacht ist, wo ich nicht rein will. Ach so, okay. So, und da kriege ich nicht rein, weil es mir zu dunkel. Ich dachte, ich mache das hier mit. Aber nö. Du sollst da nicht reinkriechen, Junge. Und ich sehe aber absolut nichts. Spiel, eventuell bist du mein erstes Spiel, was ich frühzeitig abhacken werde. Weil es soll ja ein Horror-Adventure-Ding sein, aber momentan stresst es mich mehr, als es tatsächlich Spaß macht. Ganz ehrlich. Ich würde auch gerne hier im Regal gucken oder sowas, es ist aber hier absolut nichts möglich. Nichts. Und da rechts. Und da rechts ist die. Das ist nur eine Tür. Wenn ich hier rausgehe, bin ich wieder da im Treppenhaus. Wow. Spiel. Schade. Das war links. Das war links? Nein, pass auf. Dieses Spiel. Mann. Dieses Spiel macht mich gerade. Ich bin jetzt wieder die blöde Treppe hochgegangen. Ja. Du klickst immer links rum. Ich klicke immer links rum. Ihr meint hier rechts. Diese Tür. Genau, dann bin ich jetzt hier in diesem Gang. Okay, hi Diana. Mach's gut und vielen Dank.
Oh, dieses Spiel. Wir werden keine Freunde, wir werden keine Freunde. So ein